So, meine lieben Freunde, willkommen beim Sammlerplatz. Dieses Mal habe ich was ganz Besonderes für euch. Ich weiß, das habe ich vielleicht schon öfters gesagt, aber dieses Mal ist es wirklich was Besonderes. Und zwar habe ich hier ein Buch vor mir liegen. Und da bin ich zufällig drauf gestoßen, weil ich habe mir immer gedacht, diese geilen VHS-Cover oder diese geilen Hardbox-Cover oder allgemein diese schön gezeichneten Cover von Special Editions, warum kann man die nicht mal in einem Buch vereinigen und mal darüber beschreiben und die Künstler mal erwähnen und die Filme dazu beschreiben. Und ja, und dann habe ich mal ein bisschen recherchiert im Internet und habe tatsächlich gefunden, es gibt so ein Buch. Also muss ich es gar nicht mehr rausbringen. Ja, gut, okay. Ob ich sicher was rausgebracht hätte? Na, auf jeden Fall habe ich dann auf Amazon, ja gut, kann ich ruhig sagen, Amazon, aber unter den fremdsprachigen Büchern dann tatsächlich das hier gefunden. Und es heißt VHS Video Cover Art bei den Dude Designs. Also, beziehungsweise Thomas Hodge von den Dude Designs, der hat unter anderem die Cover jetzt von Father's Day oder Homo vs. Shotgun gemacht. Der geneigte Fan und Zuschauer, der sich auskennt, wird jetzt aha sagen. Ja, und der hat hier dieses Buch veröffentlicht mit alten 80er Jahren, teilweise noch bis Anfang der 90er, alten Videokassettencover und hat die mal hier alle so veröffentlicht. Oder hat alle, also einen kleinen Überblick davon gemacht. Und ja, dieses Buch stelle ich euch mal vor, denn es hat mich wirklich sehr, sehr erfreut, als ich das in den Händen hielt. Und wir sehen schon das Cover unglaublich schön retromäßig. Und der ein oder andere wird wahrscheinlich schon den einen oder anderen Film vielleicht schon kennen. Video Dad oder hier zum Beispiel Black Roses aka Freak Show. Ja, habe ich selber schon gesehen, kann ich sagen. Passt auf jeden Fall hier rein. Und ja, da werden wir uns gleich einmal kurz durchwuseln durch das Buch. Und ja, von der Seite auch sehr schön aufgemacht. Vom Schiffer Verlag, ist das ein deutscher Verlag? Ich weiß gar nicht. Dann das Ganze von der Rückseite. Hier steht dann nochmal, was es sich genau handelt. Da könnt ihr jetzt dann auch auf Pause drücken. Genau, es ist auch unterteilt in Action, Comedy, Horror, Kids, Sci-Fi und Thriller. Also quasi alle Genres mal ein bisschen durchgetaktet, damit man jetzt nicht nur Horrorfilme hat oder Actionfilme, sondern auch, es gab ja auch andere Genres mit schönen Cover. Und ja, was haben wir hier, so einen kleinen, ja, ist das hier, ja, Werbedingsbums. Und ja, dann gucken wir uns das Ganze mal an. Wie gesagt, wir blättern nur kurz durch, weil erstens möchte ich euch ja nicht die Freude nehmen, dieses Buch zu entdecken mit all seinen Covern, und zweitens haben wir ja auch nicht ewig Zeit. So, hier gibt es ein kleines schriftliches Intro. Ja, filmisch geht ja auch mit dem Buch schlecht, ne? So, und dann kommen wir hier schon an. Hier ist einmal eine kleine Übersicht, welche Cover einen dann bei dem jeweiligen Genre erwartet. Und dann, genau, mit sowas könnt ihr dann rechnen. Es ist immer quasi einmal das Cover und das Backcover mit abgebildet. Quasi doppelseitig immer, damit man auch ja mal gucken kann, wer hat denn da Regie geführt, wer spielt da mit. Hier unten sieht man dann nochmal den Titel da nochmal geschrieben. Manchmal steht da auch Alternativtitel, weil die ist auch, selbst in Amerika haben die teilweise andere Namen dann nochmal gehabt, bei je nachdem welcher Veröffentlichung. Dann der Distributor, also der Verleiher. Und dann das Release-Date, wann das rausgekommen ist, also wann die Videokassette rausgekommen ist, ne? Nicht der Film. Und hier der Artist. Hier steht leider jetzt nichts. Das ist leider oft der Fall, dass die Leute hier nicht mehr rausgefunden haben, wer das Ganze verzapft hat. Was eigentlich geil ist, weil damit kann man sich ruhig brüsten, wie ich finde. Enzo Ciotti, der übrigens ja heute auch wieder bekannt ist, der unter anderem von Evil Dead oder anderen Sachen neue Cover gemacht hat. Der ist auch schon hier mit abgebildet, also ein langer Veteran. Und wie gesagt, wir blättern das einfach mal durch und haben dann genau solche schönen Cover dann hier abgebildet. Death Ninja Code. Wobei man natürlich immer sagen kann, bei vielleicht 80% der Filme, die hier drin sind, sind die Cover wesentlich besser als der Film an sich. Aber darum geht es ja auch irgendwo. Ja, wirklich sehr, sehr schön. Immer martialisch gehalten, der Enforcer.
Ja, Mayhem. Wie gesagt, oft halbnackte Frauen, muskulöse Männer mit dicken Wummen. Genau das, was das Fanherz begehrt. Hier haben wir, oh, hier haben wir sogar No Retreat, No Surrender, also Karate Tiger 2, Ninja Kiss of Death. Baumeln da seine Hoden runter? Du liebes Bisschen, ist das in der Hoden, die da baumeln, oder ist das sein Gürtel? Na, du liebes Bisschen, naja. und ja, wir blättern einfach mal durch TNT Jackson. Von den meisten habt ihr vielleicht noch nie was gehört. Flash Gordon, ja, okay. Schöner kleiner Pornofilm. Da hört ihr das schon mal was von gehört haben. Und ja, genau. Dann haben wir jetzt zum Beispiel den Comedy-Bereich, The Party Animal. ja. Oddballs. Schöne. Ja, solche Cover, sowas macht, bringt heutzutage keiner mehr raus. Oh, das ist auch sehr schön. Oh, das darf ich, glaube ich, nicht zeigen hier auf YouTube. Ne? Da muss ich den Finger drauf halten. Dann kommen wir schon hier in den Horrorbereich. Cellar Dweller. Oh, sogar The Evil Dead. Wobei ich sagen muss, The Evil Dead, das ist wirklich eines der lamesten Cover. Also warum sie das mit hier reingenommen haben, weiß ich nicht. Der Film an sich passt schon natürlich, aber das ist auch ein cooles Cover. Demon of Paradise. Aber dieses Cover fand ich jetzt weniger dufte. Primal Rage. Geil. Genau, dann machen wir mal weiter. Kids Movies haben wir hier noch. The Go Kids, ich habe keine Ahnung. Also die im Deutschen haben die wahrscheinlich auch immer andere Namen gehabt. The Go Kids aka The Crest. Oder The Frog Dreaming. Ach du liebe Güte. King Kong. King Kong Lives. Habe ich da was kaputt gemacht? Nein. King Kong Lives. Genau, zum Beispiel. Ist das ein Kinderfilm hier? Mysterious Planet. Misfits of Science. Natürlich kennen wir die alle, diese Filme. Ninja Kids Phantom Force. Und ja, genau. Hier hinten haben wir dann nochmal Sci-Fi unter anderem. Retaliator, was haben wir hier noch? Voodoo Mountain, Star Crash, erinnert natürlich überhaupt nicht an Star Wars. Trancers, den kenne ich sogar. Der ist auch hier cool. Time Burst. Ja, wie gesagt, ein sehr, sehr unglaublich zu empfehlendes Buch über alte Videocover. Ist auf Englisch das Ganze, aber natürlich leicht zu verstehen. Ihr müsst ja quasi nur Bilderchen gucken. Aber die Einleitung versteht ihr natürlich auch so, das Outro. Ja, wie gesagt, könnte auf jeden Fall The Legend of Billie Jean. Das hat nichts mit dem Michael Jackson Song zu tun. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich möchte euch jetzt nicht, oh, das kann ich noch zeigen, Switchblade Sisters. Wie gesagt, der Film selber ist, meine ich, aus den 70ern, aber hier steht zum Beispiel 86, weil er da erst auf Video veröffentlicht wurde. Und ja, ich möchte euch eigentlich gar nicht mehr zeigen, weil ihr solltet selber entdecken, wenn ihr Fan von so etwas seid, dann sei dieses Buch absolut zu empfehlen. Mich hat 30 Euro gekostet und meiner Meinung nach ist es das auf jeden Fall wert. Ich liebe dieses Design und diese alten Cover und ich bin froh, dieses Buch entdeckt zu haben. Und vielleicht gibt es da sogar irgendwann nochmal einen zweiten Teil. Das war es soweit von mir. Und ich gerate jetzt wieder in Schwärmen und ihr macht euch noch einen schönen Tag oder was auch immer. Bis dahin.